VH Self Invest. Und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Vielen Dank, dass Sie sich so zahlreich dazu Zeit genommen haben. Mein Name ist Roland Jegen und ich freue mich, Sie im Namen von WH Self Invest zu unserem heutigen Webinar in Kooperation mit Godmode Trader willkommen zu heißen. Und da freuen wir uns heute ganz besonders, Henry Philipson begrüßen zu dürfen, seines Zeichens technischer Analyst bei Godmode Trader, der heute eine globale Marktanalyse für uns durchführen wird. Hallo Henry. Hallo Roland, danke für die Einladung. So, machen wir weiter mit dem nächsten Slide. Zunächst der obligatorische Risikohinweis, für den ich Ihnen einmal ganz kurz Zeit gebe, diesen aufmerksam zu lesen, und dann starten wir auch schon. So, ich denke, das genügt. Dann können wir übergehen zum nächsten Slide. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema der globalen Marktanalyse von Henry Philipson beginnen, möchte ich ein paar Worte zu uns, WH Self Invest, sagen, insbesondere für diejenigen Webinar-Teilnehmer, die uns vielleicht noch nicht kennen. Wir sind so etwas wie das Broker-Urgestein in der Trading-Szene, könnte man sagen. WH Self Invest wurde vor mehr als 20 Jahren, genau genommen 1998, in Luxemburg gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Unternehmen. Neben unserem Hauptsitz hier in Luxemburg haben wir voll lizenzierte Zweigniederlassungen, unter anderem in Frankfurt am Main in Deutschland. Daneben haben wir auch noch zwei weitere Zweigniederlassungen, zum einen in Paris in Frankreich und in Gent in Belgien. Daneben betreiben wir noch zwei Büros in Zürich sowie Amsterdam. Alle unsere Niederlassungen sind voll reguliert durch die jeweiligen Finanzaufsichtsbehörden, zum Beispiel in Deutschland durch die BaFin oder hier in Luxemburg durch die CSSF. Im Wesentlichen bieten wir drei Kontomodelle an. Das wären zum einen ein spezialisiertes CFD- und Forex-Konto, ein Futures-Konto und ein Aktienkonto, man könnte es auch als Multi-Asset-Konto bezeichnen, in dem auch zum Beispiel strukturierte Produkte wie Zertifikate und Optionsscheine, aber auch echte Optionen gehandelt werden können. Besonders stolz sind wir auf unsere jährlichen Auszeichnungen, die wir insbesondere für die Qualität der Orderausführung, das Preis-Leistungs-Verhältnis, unseren legendären Kundenservice oder auch unsere eigene Inhouse-Plattform, den Nanotrader, erhalten. So. Dann gehen wir über zum nächsten Slide. Ganz kurz näher möchte ich eingehen auf unser spezialisiertes CFD- und Forex-Konto. Dies kann schon mit einer Mindesteinlage von 500 Euro eröffnet werden und bietet Zugang zu mehr als 5000 CFDs und Forex-Paaren. Der Sicherheitsaspekt über uns als deutschen Broker bringt für den Kunden sehr viele Vorteile. Da möchte ich einfach mal ein paar nennen. Das Geld liegt zum Beispiel nicht auf Zypern, Vanuatu oder sonst einem Inselstaat, wie es vielleicht bei vielen Mitbewerbern der Fall ist, sondern bei unserem CFD- und Forex-Konto werden alle Kundengelder zu 100% in Deutschland bei der Postbank gehalten. Dadurch greift dann insbesondere auch die deutsche Einlagensicherung. Des Weiteren werden die Kundengelder auf segregierten Konten gehalten, das heißt streng getrennt von den Firmengeldern von WH Self Invest und fließen dadurch natürlich auch nicht in unsere Bilanz ein. Bei einer eventuellen Schieflage von uns als Broker wäre daher kein Kunde von uns davon betroffen. Wenn man CFDs und Forex-Instrumente oder Produkte handelt, sollte man sich immer ganz genau das Geschäftsmodell des jeweiligen Anbieters anschauen. Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern sind wir kein sogenannter Market Maker, das heißt, wir stellen keine eigenen Kurse und wir nehmen auch nicht die Gegenposition des Kunden ein. Dadurch haben wir keinerlei Interessenskonflikt gegenüber dem Kunden, das heißt, ihre Verluste sind nicht unsere Gewinne und umgekehrt. Neben unserer eigenen Plattform, dem Nanotrader und weiteren Desktop-Plattformen, wie zum Beispiel dem MetaTrader 4 oder seit neuestem auch dem NinjaTrader, kann unser CFD-Forex-Angebot seit etwas mehr als einem halben Jahr auch in der Guidance-Plattform gehandelt werden. Und das freut uns ganz besonders, dass wir neben einer oder mehreren exzellenten Desktop-Plattformen nun auch eine exzellente webbasierte Plattform wie Guidance hier
für unser CFD-Forex-Konto anbieten können. Ja, das soweit zu uns und das können wir, denke ich, am Ende auch nochmal zeigen. Wer weitere Informationen zu uns, zu WH Self Invest haben möchte, einfach kurz melden, entweder per Info, per E-Mail an die info@whselfinvest.com oder Sie können mich oder meine Kollegen auch gerne telefonisch kontaktieren oder kommen Sie einfach in unseren Chat. Das soweit zu uns und damit gebe ich dann auch ab an Henry Philipson, der uns nun durch das eigentliche Thema, die globale Marktanalyse, führen wird. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Roland, für die nette Vorstellung und die nette Einleitung. Du hattest mich ja auch schon ganz kurz vorgestellt, deswegen dieser Punkt hier nur ganz kurz. Mein Name ist Henry Philipson, ich bin technischer Analyst bei der Börse Go AG. Wir haben die Portale Gottmund Trader und Guidance. Mittlerweile auch schon über 20 Jahre Börsenerfahrung. Meine erste war, glaube ich, Aktie war 97, die Pro7-Emission. Und seitdem habe ich Blut geleckt, mich immer weiterentwickelt, auch 2000 mit dem Devisenhandel angefangen. Habe mich darauf ein bisschen spezialisiert in den letzten Jahren. Ich handle also am liebsten Devisen, hierbei vorwiegend Intraday, aber auch vereinzelt Swing Trading. Dafür nutze ich die klassische Charttechnik, Intermarket-Analyse und Elliott-Wellen. Das, wie gesagt, nur ganz kurz. Heute soll die globale Marktanalyse im Vordergrund stehen. Dazu gibt es zunächst erst einmal einen Rückblick auf das erste Quartal, das ja nun zur Neige geht in dieser Woche. Dann würde ich ein paar wichtige Chartanalysen durchführen. Also Euro-Dollar hatte ich mir rausgesucht, Cable, kanadischen Dollar, Euro gegen Cable und S&P darf natürlich nicht fehlen, genauso wie DAX und der Rohölpreis. Was ich Ihnen noch ans Herz legen möchte, falls wir am Ende noch ein paar Minuten Zeit haben, würde ich gerne ein paar Wunschanalysen vornehmen und die dann zum Schluss machen. Roland, würde ich bitten, dass du mal die Fragen immer ein bisschen im Blick behältst, falls da irgendwie, weil das kann ich nicht sehen bei der Präsentation, dass du einfach mich unterbrichst, wenn irgendwelche Fragen nochmal kommen von irgendwelchen Usern, da kann ich dir dann gleich mit beantworten. Alles klar, werde ich machen. Danke dir. Fangen wir gleich mal an. Erstes Quartal 2019, geprägt durch eine massive Erholungsrallye im S&P 500. Der startete quasi, okay, war Ende Dezember das Tief knapp unterhalb von 2350 Punkten und legte über 500 Punkte zu bis Ende März, bis in der vergangenen Woche, bis auf 2860. Und das gleiche Bild gab es im Nasdaq 100 Index. Wir haben hier eine fantastische Rallye gesehen von 5900 Punkten bis auf 7500 Punkten. Was war da passiert? Was ist da los gewesen im ersten Quartal hier? Um das zu beantworten, möchte ich nochmal ganz kurz einen Rückblick auf das vierte Quartal geben. Da gab es im Prinzip eine richtige Bärenmarktbewegung. Der S&P 500, der scheiterte dreimal hier im Bereich 2820, 2815 Punkte und tauchte dann vor allen Dingen im Dezember richtig ab. Wahrscheinlich fehlt auch ein bisschen Liquidität hinten raus. Um Weihnachten am 26.12. notierte der S&P unter 2350 Punkten. Was war der Grund für diesen Einbruch an den US-Märkten? Der Grund war im Prinzip, dass der neue Fed-Chef Jerome Powell die Leitzinsen weiter angehoben hat. Er wurde ja Janet Yellen wurde abgelöst von Powell, die hatte schon begonnen Ende 2015 und in 2016 die Zinsen peu à peu anzuheben. Und Powell, der das Ruder Anfang 2018 übernommen hatte, hat diese Geldpolitik weiter fortgeführt. Das heißt, weiter fortgeführt, eigentlich wieder normalisiert, weil wir haben vorher eine jahrelange Nullzinsphase in den USA gehabt, die es so zuvor noch nicht gab. Ja. Und Ende Dezember war die Stimmung im Prinzip auch auf dem Nullpunkt. Es wurde erwartet, dass die US-Notenbank weitere Zinsschritte vornimmt. Noch Anfang Januar ging man hier für das Jahr 2019 von 3 Zinserhöhungen aus. Diese Schlagzeile der Wirtschaftswoche unterstreicht im Prinzip nochmal das Sentiment Ende des vergangenen Jahres. Zinsen sind am Steigen,
und die Aktien dementsprechend im Rückwärtsgang. Was passierte dann Anfang Januar? Plötzlich gab es eine Kehrtwende um 180 Grad seitens der Fed. Es wurden jetzt keine Zinssenkungen vorgenommen, aber verbal wurde eine komplette Kehrtwende vollzogen. Am 7. und am 8. Januar äußerte sich Fed-Chef Powell und dahingehend, dass man sich also bei zukünftigen Zinserhöhungen geduldig bleiben möchte und es besteht kein Grund zur Eile. Das war neu für den Markt. Wie gesagt, noch Anfang Januar ging man von insgesamt drei Zinserhöhungen aus in 2019. Wie gesagt, Anfang Januar gibt es dann hier die verbale Kehrtwende seitens der Fed, was natürlich ein gefundenes Fressen für die Bullen an der Wall Street war, die dann eigentlich nur den Kaufknopf kannten in den vergangenen Wochen. Sie sehen das hier sehr schön an dem Spread. Was sehen wir hier? Wir haben ja also die ansteigenden Kurven. Das ist einmal der S&P 500 und einmal der Nasdaq jeweils seit Jahresbeginn. Wie gesagt, relativ eindeutig der Aufwärtstrend zu erkennen. Und Sie sehen diese Schere, die aufgeht zwischen den Zinsen und den Aktien. Das heißt, Zinsen fallen, die Renditen für die 10-jährigen US-Anleihen auf dem Rückzug, genauso wie die 2-jährigen. Wie gesagt, alles das seit Anfang Januar. Am vergangenen Freitag wurde sogar von einer inversen Zinskurve gesprochen. Das ist aber aktuell noch nicht der Fall. Das spricht man eigentlich erst davon, wenn die 2-jährigen Renditen über den 10-jährigen Renditen notieren. Bislang ist alles noch normal. Falls die 2-jährigen über den 10-jährigen rendieren, dann wird das im Prinzip als ja, Warnsignal für einen bevorstehenden Aktienmarktcrash gewertet. Warum? Weil es war jeweils in 2000 und in 2008, kurz bevor die Märkte richtig einbrachen, gab es eine inverse Zinskurve. Wie gesagt, aktuell ist noch nicht der Fall. Die 2-jährigen notieren nach wie vor unter den 10-jährigen Renditen in den USA. Aber was sich auf jeden Fall geändert hat, ist die Erwartung bezüglich der weiteren Geldpolitik der US-Notenbank. Wie gesagt, was ich schon jetzt mehrfach gesagt habe, Anfang Januar hatte man noch drei Zinserhöhungen für 2019 erwartet. Das Bild hat sich mittlerweile komplett gedreht. Sie sehen ja eine Grafik von Bloomberg. In 2019 wird also mit einer 0%igen Wahrscheinlichkeit aktuell, wie gesagt, das kann sich natürlich alles wieder ein paar Wochen ändern, wenn entsprechend starke Wirtschaftsdaten kommen, kann sich das auch wieder ändern. Das ist der momentane Stand. Momentan geht der Markt also nicht mehr von Zinserhöhungen aus in 2019. Im Gegenteil, je länger man vorausschaut, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit aktuell eingepreist, dass es eine Zinssenkung gibt. Das heißt, dass wir diesen Trend, den wir jetzt hier gesehen haben, diesen Aufwärtstrend bei den US-Zinsen, der Markt geht also davon aus, dass spätestens Anfang Januar 2020 die erste Zinssenkung erfolgt. Hat natürlich auch wiederum zur Folge, dass sich einige Marktteilnehmer dann denken, na, okay, wenn die Zinsen wieder gesenkt werden sollen, kann es ja nicht so toll um die US-Konjunktur stehen. Also es gibt da immer noch, wie gesagt, eine gewisse Rezessionsangst. Haben wir auch am vergangenen Freitag gesehen, wie schnell es bei den US-Aktien in die Gegenrichtung gehen kann, sprich gen Süden. Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen detaillierter auf die bisherigen Zinsentscheidungen der US-Notenbank und was da mit dem Euro-Dollar passiert ist. Was Sie hier sehen, ist im Prinzip der Stundenchart während der Zinsentscheidung der US-Notenbank vom Januar. Sie sehen also hier einen starken Anstieg, nachdem im Prinzip Powell Ende Januar auch nochmal das bestätigt hatte, was er Anfang Januar schon verkündet hatte, also dass sich die Fed durchaus Zeit lassen möchte, was weitere Zinsschritte anbelangt. Wie gesagt, Sie müssen das immer im Kontrast sehen zu dem, was er noch im Dezember erzielt hatte und als er im Dezember die Zinsen angehoben hatte. Da hat er noch ganz andere Töne gespuckt und dementsprechend war der Dollar hier natürlich erstmal unter Druck. Euro-Dollar stieg entsprechend an. Das gleiche Bild haben wir jetzt lustigerweise letzte Woche gesehen. Wenn Sie mal schauen, hier haben wir am 19. und 20. März, das war Mittwoch, vergangener Mittwoch,
die gleiche Reaktion. Dovish Fed, Euro-Dollar steigt deutlich an, Dollar gerät auf allen Fronten unter Druck und Euro-Dollar steigt entsprechend an. Was man natürlich auch sagen muss, dass diese Bewegung, die Sie hier sehen, natürlich viel auch von Computern generiert werden. Die Algos, die sind da ziemlich schnell, diese Schlagzeilen, die dann über die Nachrichtenticker flimmern, in Orders umzusetzen. Und sag ich mal, diskretionäre Händler halten sich in so einem Umfeld normalerweise tendenziell eher etwas zurück. Das heißt, das sind dann durchaus algo-getriebene Bewegungen. Die hatten auch nicht lange Bestand, wenn Sie sich das mal anschauen. Ich habe das jetzt mal hier im Vergleich. Links haben Sie den 4-Stunden-Chart nach der Zinsentscheidung im Januar von der Fed. Sie sehen hier den Aufwärtstick, den wir jetzt schon im Stundenchart detailliert gesehen haben. Hat sich nicht lange gehalten, ein paar Stunden, und dann wurde das Ganze brutal abverkauft. Fällt deutlich unter das Level, fällt von 1,15 der Euro-Dollar wieder auf 1,1250 zurück. Die Gründe dafür, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das gleiche Bild vergangene Woche, Euro-Dollar steigt stark an. Algo-getriebene Bewegung wird schon am nächsten Tag wieder ordentlich abverkauft. Schon am nächsten Tag wurde das Ausgangslevel, am vergangenen Donnerstag waren wir wieder unter 13,50. Und am vergangenen Freitag hat sich dann dieser Abwärtstrend weiter fortgesetzt. Warum, werden wir auch gleich nochmal sehen. Im Prinzip, ja, einige werden sich sicher fragen, warum ist das so? Ich denke, die Fed wird jetzt nicht mehr so viele Zinserhöhungen vornehmen. Was ist da los? Wieso steigt der Euro-Dollar nicht? Ganz einfach, das nächste Chart wird diese Frage beantworten. Das ist einfach der Zinsunterschied, den wir hier sehen. Sie haben hier oben die Kurve, das sind die 10-jährigen US-Renditen und unten sehen Sie die 10-jährigen Bundesanleihen, die Renditen. Die 10-jährigen US-Anleihen rentieren aktuell mit immerhin noch 2,4%. Das ist zwar ein deutlicher Rückgang von dem Niveau vom Oktober, da waren wir bei 3,2%, was im Prinzip den Rücksetzer im vierten Quartal beim S&P ausgelöst hat. Mittlerweile nur Thema 80 Pips tiefer, ist also eine relativ krasse Abwärtsbewegung bei den Zinsen in den USA. Nur im Euroland, speziell in Deutschland, sieht es noch schlechter aus mit den Zinsen. Deutsche Bundesanleihen, 10-jährige, rentieren aktuell mit einer negativen Rendite. Sie sehen hier, seit 5, 6 Jahren geht hier eine gewaltige Zinsschere auf. Das heißt, der Euro wird zunehmend als Finanzierungswährung für sogenannte Carry Trades benutzt. Das heißt, sie kaufen im Prinzip Währungen, die höher verzinst sind, wie zum Beispiel der australische Dollar oder der neuseeländische Dollar, und verkaufen Währungen, die niedriger verzinst sind. Das ist im Prinzip das, was hier passiert ist. Die Märkte sagen sich ja, okay, die Fed ist dovischer, als wir gedacht haben, aber was macht denn die EZB? Die macht nämlich genauso was, das Gleiche, was die Amerikaner machen. Sie stoppen im Prinzip die Normalisierung ihrer Geldpolitik. Draghi hatte letztes Jahr begonnen, damit ganz zart die Geldschwemme ein bisschen zurückzufahren, die Anleihenkäufe, das Volumen zu stoppen. Und es wurde sogar im vergangenen Jahr von einer Zinserhöhung in Europa für 2019 ausgegangen. Das ist momentan nicht mehr. Das ist momentan nicht mehr der Fall. Das ist komplett vom Tisch. Leitzinsanhebung wird momentan, wenn überhaupt, erst in 2020 erwartet. Für 2019 wird in der Eurozone keine Leitzinserhöhung mehr erwartet. Im Gegenteil, es wurden sogar innerhalb der EZB neue Langfristtender diskutiert und jetzt auch angekündigt. Das heißt, der Geldhahn wird nicht mehr zugedreht, so wie es letztes Jahr noch zu erwarten war, sondern die EZB geht also eher in die Richtung, den Geldhahn noch mehr aufzudrehen. Seit 2015 haben wir hier eine Nullzinsphase in der Eurozone. Wie gesagt, eine Änderung ist nicht in Sicht. Das ist, wie gesagt, der Grund, warum Euro-Dollar seit Monaten hier nicht richtig vom Fleck kommt. Weder die Bullen können entscheidende Akzente setzen, noch die Bären. Wenn Sie mal schauen hier im Tageschart Euro-Dollar,
Auf der Oberseite war im Prinzip im Bereich 14,50, 15, 1,15 war hier Schluss auf der Oberseite, abgesehen von kurzen Ausreißern. Die war auch auf der Unterseite. Anfang März hat nach der letzten EZB-Entscheidung, als im Prinzip diese Langfrist-Tender, die neuen, diese TLTRO heißen die im Fachjargon, angekündigt wurden. Damit hatte im Prinzip auch keiner gerechnet, dass die EZB nochmal solche Aktionen jetzt hier aus dem Hut zaubert. Dementsprechend Euro-Dollar gab dann hier im März bis auf 1,1180 war das, glaube ich, an. Aber wie gesagt, der Trend hat sich wieder umgedreht, stieg dann wieder um knapp 300 Pips. Wie geht's nun weiter? Ich meine, handeln wir jetzt weiter in der Range oder was machen wir? Was macht der Markt damit? Was der Markt macht, der reagiert im Prinzip auf Konjunkturdaten relativ heftig, sogar wenn Sie sich daran erinnern. Wir sehen hier den Einkaufsmanager-Index aus Deutschland für das verarbeitende Gewerbe. Der wurde am vergangenen Freitag eröffnet und sorgte dafür, dass der Euro-Dollar im Handelsverlauf nochmal über 100 Pips vom Tageshoch abgab am Freitag. Warum? Man erwartete für den Einkaufsmanager-Index, wie gesagt, das Industrie für das verarbeitende Gewerbe, man erwartete einen Wert von 48 nach einem Vormonatswert von 47,6. Vermeldet wurde der Index dann bei 44,7, das heißt deutlich unter den Erwartungen und der Satz war also relativ hoch, also war es super schwach. Sie sehen ja, der Index befindet sich schon seit Januar 2018 im Rückwärtsgang. Damals hat er noch über 60 Punkten notiert und mittlerweile unter 45 Punkten. Wie gesagt, der Rückwärtsgang, vor allem der letzte Satz, der hat dann doch einige Marktteilnehmer erschreckt. Das heißt, auch in der Eurozone, speziell in Deutschland, muss man jetzt wieder das Wort Rezession in den Mund nehmen. Und das ist, wie gesagt, auch der Grund, warum die EZB nochmal die geldpolitische Keule auspackt, wohingegen man im vergangenen Jahr gedacht hatte, das wird sich alles mal wieder normalisieren. Ja, wie geht die ganze Sache jetzt weiter? Das ist die gute Frage. Also was sind die Themen, die uns in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen? Das war jetzt erstmal der Rückblick auf die vergangenen Wochen. Wie geht's weiter? Wir haben im Prinzip drei Brandherde. Die konjunkturelle Schwäche in der Eurozone. Ich hatte jetzt mal exemplarisch den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe vorgestellt. Da hätte ich dann durchaus noch zwei, drei, vier andere Wirtschaftsmakrodaten nennen können. Wir haben den Handelskonflikt in den USA mit China. Der soll jetzt wohl, Trump twittert ja alle zwei Tage, dass es hervorragend aussieht, dass es sehr gut aussieht. Aber eigentlich ist nichts passiert in den vergangenen Wochen, wenn man sich's mal vor Augen führt. Es werden jetzt nochmal Ende der Woche, werden nochmal einige US-Abgesandte nach China reisen und da nochmal detailliert verhandeln. Man erwartet jetzt im April konkrete Ergebnisse. Aber wie gesagt, konkrete Sachen gibt es da auch noch nicht. Und wie man Trump kennt, er ist ein Hitzkopf. Er kann durchaus innerhalb von Minuten alles wieder platzen lassen. Also das ist dann durchaus noch so ein Brandherd, der noch lodert, der die Märkte in den kommenden Wochen beschäftigen wird. Die konjunkturelle Schwäche hatte ich schon angesprochen. Darüber hinaus natürlich das Brexit-Theater, was aktuell letzte Nacht, gestern Abend in die nächste Runde ging. Das Parlament übernimmt jetzt von der Regierung. Also ganz spannende Geschichte, wie das ausgehen wird. Weiß aktuell keiner, was das für Auswirkungen haben könnte, wenn es einen sogenannten No-Deal gibt. Das heißt, wenn sich Großbritannien ohne einen Deal aus der Eurozone verabschieden würde, hätte das, ja, wie Sie sich denken können, keine besonders guten Konsequenzen für die britische Wirtschaft, dürfte natürlich auch die Eurozone wirtschaftlich beeinflussen. Die zweite Option, die aktuell auch noch nicht vom Tisch ist, Hunderttausende sind am Wochenende dafür in London auf die Straße gegangen, dass es ein zweites Referendum gibt, wird aber eigentlich von Beobachtern aktuell als eher unwahrscheinlich eingestuft. Die nächste Möglichkeit ist, dass Theresa Mays Deal doch noch vom Unterhaus verabschiedet wird, erfolgreich. Wie gesagt, zweimal ist der schon abgelehnt worden.
im britischen Parlament. Und die letzte Alternative wäre sozusagen Pray and Delay, also dass man das Ganze nochmal aufschiebt. Wie gesagt, der ursprüngliche Termin war jetzt eigentlich am 29. Das ist schon aufgeschoben worden, aber es kann immer noch aus die Variante kommen, dass man sich jetzt nochmal ein Jahr Bedenkzeit oder sowas erbittet von der EU, um was Vernünftiges auszuhandeln. Das wäre wahrscheinlich für alle Beteiligten das schlimmste Szenario, dass sich diese Unsicherheit nochmal zeitlich ausdehnt. Wie gesagt, man kann eigentlich diesen britischen Politikern nur wünschen, dass sie endlich mal zu Potte kommen und irgendwas beschließen. Mittlerweile schüttelt man da nur noch mit dem Kopf, wie das ausgeht, weiß kein Mensch. Sieht man auch am Markt in den vergangenen Tagen. Die Tagesvolatilität im britischen Pfund gegen den US-Dollar seit Anfang März ist die deutlich gestiegen. Was Sie hier sehen, ist ein Tageschart im Cable und hier unten haben Sie die Average True Range über die vergangenen 14 Tage, also im 14-Tage-Durchschnitt. Das zeigt also die die Schwankungsbreite, die normale Schwankungsbreite eines Tages an. Die war noch bei ungefähr 80 Pips. Und ist jetzt seit Anfang März, vor allen Dingen in den vergangenen beiden Wochen, deutlich angezogen. Sie sehen das hier, was wir hier für Tageskerzen drin haben, hoch, runter und wieder runter. Also das ist eine wahnsinnige Bewegung. Die Schwankungsbreite, die durchschnittliche, gemessen an der Average Range, liegt mittlerweile bei über 140 Pips. Also jede Headline wird da momentan gekauft oder verkauft, je nachdem. Ob sie bullisch oder bärisch eingeschätzt wird, ist natürlich für Privathändler relativ schwer zu handeln, wenn sie dann nicht gerade vor einem Bloomberg oder Reuters Terminal sitzen und in Realtime die Nachrichten Ticker haben und die dann auch noch richtig beurteilen können. Wie gesagt, da sag ich mal, sind wahrscheinlich aktuell nur die großen Banken, die da momentan erfolgreich intraday handeln. Das ist nicht leicht. Wie gesagt, die großen Player wissen aber auch nicht, wohin die Reise geht, das sehen Sie an den jüngsten Daten des Commitment of Traders Report. Der wird immer am Freitagabend veröffentlicht mit den Positionierungsdaten der verschiedenen Marktteilnehmergruppen. Stand Dienstag ist das dann jeweils. Also vergangenen Freitag, ich erkläre das mal ganz kurz, wir sehen hier im oberen Bereich den Kursverlauf. Seit Juli 2018 bis aktuell vom britischen Pfund gegenüber den US-Dollar und Sie sehen unten die Positionierungen im Pfund-Future der sogenannten großen Spekulanten. Das heißt, wie sind die großen Spekulanten positioniert? Die sind im Prinzip, wenn Sie hier sehen, die waren letztes Jahr im Oktober 80.000 Kontrakte netto short, das ist also eine ordentliche Short-Position. Die wurde dann jetzt hier in den vergangenen Monaten schon peu à peu abgebaut und vor allen Dingen hier in die Erholungsrallye wurden offenbar einige auf dem falschen Fuß erwischt. Und in der vergangenen Woche sahen wir nochmal einen richtigen Sprung von minus 40.000 Kontrakten wurden die Nettopositionierung auf minus 14.000 deutlich abgebaut. Das heißt, spekulative Short-Positionen werden einfach getrimmt, werden abgebaut, Risiken werden reduziert, weil keiner von den großen Spekulanten weiß im Prinzip, was passiert jetzt in Großbritannien. Treten die aus ohne Deal? Ziehen die das wirklich durch? Gibt es ein zweites Referendum? Einigt man sich dann am Ende doch nochmal? Also wie gesagt, das ist ein ganz, eigentlich nach meinem Dafürhalten aktuell das größte der größte Unsicherheitsfaktor für die Aktien und auch Währungsmärkte ist einfach momentan noch der Brexit. Kurzes Fazit dieses Rückblicks und dieser Analyse. Die Unsicherheit bleibt weiterhin hoch. Wir haben die konjunkturelle Schwäche in der Eurozone. Die Notenbanken reagieren drauf. Brexit ist weiterhin ein ganz großes Thema an den Märkten. Der Handelskonflikt China-USA auch. Was bleibt für Sie als Händler? Ist es jetzt eine gute Zeit, langfristig an den Aktienmärkten zu investieren? Ich glaube eher nicht. Also nach meinem Dafürhalten wäre das eher nichts. Ich würde weiter eher kurzfristig agieren und mich vor allen Dingen an technischen Setups orientieren. Weil wie gesagt, makromäßig kann sich momentan noch relativ viel ändern in den kommenden Wochen. Was man allerdings festhalten dürfte, die amerikanischen Aktien
dürften aufgrund der robusten Konjunkturdaten in den USA tendenziell weiter outperformen. Ich werde dann später nochmal, wenn wir die Charts analysieren, auf die DAX und S&P Charts eingehen. Bevor wir jetzt die Chartanalyse starten, gibt es irgendwelche Zwischenfragen, Roland? Ist da was gekommen? Also ich denke jetzt zu den Makrothemen sehe ich soweit keine Fragen. Hier sind schon ein paar Fragen, die sich dann eher auf die technische Analyse beziehen. Super. Ob wir dann auch Werte wie Gold, Silber, den Nasdaq 100 und zum Beispiel auch Forex-Paare wie New Zealand Dollar, US-Dollar betrachten können. Aber ich denke, da machst du erstmal die Major-Forex-Paare genau. Und die Major-Indizes und dann schauen wir einfach mal, wie viel Zeit noch ist. Prima. Machen wir, bevor ich zu den Charts übergehe, nochmal ganz kurz, Roland hat es ja auch schon angesprochen, BHS Self-Invest kann jetzt auch über Guidance gehandelt werden, wenn Sie dann noch über billigerhandeln.de eröffnen, bekommen Sie auch einen Cashback, ich weiß nicht, ob Sie die Seite schon kennen, billiger-handeln.de, über die Seite Konto eröffnen, gibt es ordentlich Prämien, wo Sie zum Beispiel beim Forex-Handel ein Cashback zurückbekommen können, genauso wie bei Indizes und Aktien. Ist eine ganz interessante Geschichte. Schauen Sie mal rein auf billiger-handeln.de. Gut, dann würde ich mal die Präsentation vorerst mal beenden, behalte die aber nochmal offen und würde jetzt mal zu den Chartanalysen übergehen. Ich hatte den Euro jetzt schon mehrfach angesprochen, wie sieht der jetzt im Einzelnen im Chartbild aus. Nehmen wir uns den mal im Tageschart vor. Wie gesagt, langfristiger Abwärtstrend, ganz klar. Seit dem Hoch von 2018, hier Anfang des Jahres, vor einem Jahr waren wir noch bei 1,25. Rufen Sie sich das mal in Erinnerung. Seitdem haben wir hier einen Abwärtstrend. Im Zuge dieses Abwärtstrends spielt der EMA 200 eine nicht unerhebliche Rolle, wie Sie jetzt hier sehen. Ausbruchsversuch im September 18 gescheitert, Anfang Januar gescheitert und seitdem wird er nicht mehr erreicht. Ist ein wichtiger Aspekt, mittelfristige Trendwende für den Euro eigentlich erst oberhalb des EMA 200. Im kurzfristigen Zeitfenster, ich habe jetzt mal den 4-Stunden-Chart, sehen wir doch eine schöne Abwärtsdynamik hier immer wieder. Es gibt ordentliche Abwärtsschübe, allerdings wurde heute kein neues Tief mehr markiert. Markt wartet auf neue Impulse. Muss man dann, wie gesagt, kurzfristiger orientieren. Im Stundenchart kann man konnte man aktuell heute nochmal verkaufen im Bereich 13,25, 13,30. Einige von den Zuhörern werden vielleicht auf meinem Guidance-Test-Top auch die Forex-Levels am Morgen beobachten. Dann hatte ich heute, glaube ich, Euro-Dollar-Short im Bereich 13,25, 13,35. Ist ganz gut aufgegangen, wie gesagt, kurzfristig dann doch was zu holen. Mittelfristig im Euro-Dollar sind wir hier, wie gesagt, in so einer Range gefangen. Schwäche wird gekauft. Stärke wird verkauft. Ich muss mir ganz ehrlich sagen, mittelfristig würde ich mich jetzt hier nicht unbedingt für eine Richtung festlegen wollen. Warum sollte das ganze Brexit-Thema positiv aufgelöst werden, könnte ich mir auch durchaus eine Euro-Dollar-Rallye vorstellen. Aber wie gesagt, Unsicherheitsfaktor ist hier ganz klar das Thema Brexit. Sollte das vom Tisch sein, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier in der zweiten Jahreshälfte dann doch noch was positiv gen Norden sehen können. Auf der Unterseite natürlich alles unterhalb von 1,12 könnte es schnell wieder finster werden für die Bullen. Gehen wir gleich mal zum Kebel. Ich hatte das schon. Ja, kann bitte? Ich vielleicht ein Wort zum Euro noch aber sagen? Gerne. Ich habe mir gerade einfach mal parallel hier auch den Euro FX Future angeschaut im Tageschart. Und also ich bin da auch bisher jetzt eher, sage ich mal, negativ gestimmt. Was wir Anfang Januar gemacht haben in diesem leichten, in dieser Aufwärtsbewegung, wir haben quasi mehr oder weniger pip genau den Volume Point of Control des Vorjahres getestet. Also ich habe jetzt den Future, da sind die Kurse natürlich ein Tick höher als hier beim Spot Forex. Das meiste Volumen wurde im letzten Jahr auf der 1,16,28 gehandelt und dieses ist fast genau das Hoch auch für dieses Jahr. Also es wurde einmal angelaufen, da ist der Markt abgeprallt und
Jetzt, auch heute, jetzt haben wir quasi nach der Rallye letzte Woche, nach der Zinsentscheidung, da haben wir dieses Value Area Tief des letzten Jahres getestet und da wieder nach unten abgeprallt. Also da bin ich jetzt auch auf dieser hohen Zeiteinheit hier auf Basis von Volume Profile und auch Volume Weighted Average Preis eher negativ gestimmt. Vielen Dank für den Einwurf, Roland. Wenn dazu jetzt, was Roland gerade gesagt hat, noch Fragen sind, einfach E-Mail an info@whselfinvest.com. Da kann er die dann direkt noch im Nachgang beantworten. Würde ich dann weitermachen mit dem Kebe. Hatte ich schon ganz kurz angesprochen. Ist eine interessante Geschichte. Viele haben da sicherlich Anfang des Jahres auf weiterfallende Kurse spekuliert, wurden aber jetzt hier ganz klar erstmal auf dem falschen Fuß erwischt, zeigt eigentlich relativ Stärke. Ja, wir hatten hier im März, Mitte März ein neues Jahreshoch noch markiert. Wie gesagt, kann nach oben durchziehen, wenn jetzt hier irgendwas ergibt beim Brexit. Falls es aber tatsächlich zu einem No-Deal-Brexit, das heißt einem ungeordneten Austritt aus der Eurozone kommt, können wir auch schnell wieder bei 1,25 sein. Wir sehen jetzt hier schon in den vergangenen Tagen, seit Wochenbeginn tut sich nicht mehr so viel. Charttechnisch ganz heiße Sache, möchte ich mich auch eigentlich gar nicht aus dem Fenster lehnen, weil, wie gesagt, das hängt einfach davon ab, was die britischen Politiker jetzt hier zustande bringen oder auch nicht. Als nächstes habe ich hier den USD-CAD, denn Looney befindet sich im Prinzip auch jetzt eigentlich in einer Aufwärtssequenz, hat aber gestern kein neues hoch hier markieren können. Wir sehen ja, Anfang Januar ging es ja massiv in den Keller mit dem Anstieg beim Rohölpreis, ist im Prinzip der kanadische Dollar auch stärker geworden. Sie müssen sich also im Hinterkopf behalten, wenn der Rohölpreis ansteigt, und das hat er seit Jahresbeginn um 30% getan, dann wird in der Regel auch der kanadische Dollar ansteigen. Das heißt, USD-CAD setzt zurück, weil die kanadische Wirtschaft, wie gesagt, sehr stark korreliert mit dem Rohölpreis. Rein von der Charttechnik sieht das auch alles noch gut aus. Im 4-Stunden-Chart haben wir hier USD-CAD, testet heute die Horizontalunterstützung im Bereich 1,33,70,80. Solange der da nicht runterfällt im Wochenverlauf, könnte ich mir durchaus in der zweiten Wochenhälfte hier nochmal Rallye-Versuch vorstellen Richtung 1,34,50 und 1,35 sogar. Würde korrelieren mit Gewinnmitnahmen beim Rohölpreis. Wie gesagt, wir haben jetzt teilweise, schauen wir uns gleich nochmal an, Kurse von $60 gesehen. Ins Jahr sind wir gestartet bei 45, 44, 45 US-Dollar. Da ist also auch mal tendenziell eine Konsolidierung fällig. Als nächstes schauen wir uns mal an, habe ich mir erstmal rausgesucht, Euro gegen das britische Pfund hat ein paar interessante Reaktion an wichtigen Chartlevels. Wo haben wir sie denn? Hier haben wir. Euro gegen das britische Pfund wird im Prinzip am EMA 50 und am Supertrend im Tageschart immer wieder gen Süden abverkauft. Hat jetzt zweimal schön geklappt. Ein ganz klarer Abwärtstrend. Das heißt, Pfund zeigt relative Stärke gegenüber dem Euro. Würde man jetzt erstmal auch nicht so direkt drauf kommen, wenn man das ganze Brexit-Theater sich vor Augen führt. Aber es ist tatsächlich so, der Euro zeigt auch gegen andere Hauptwährungen in den vergangenen Wochen relative Schwäche. Das heißt, befindet sich im Rückwärtsgang auch gegen australischen Dollar und den kanadischen Dollar. Wie gesagt, die Reaktion im Euro-Dollar Euro gegen das Kebel am EMA 50 kommt nicht drüber hinaus und wird immer wieder abverkauft. Das heißt, auch in so einem Brexit-Umfeld spielen technische Chart-Levels eine entscheidende Rolle. Gleitende Durchschnitte können das sein, horizontal, Unterstützung, Widerstände. Sie sehen, dass hier auch schön hier dieses Level als Unterstützung fungiert und hier was Widerstand korrespondiert mit anderen Widerständen. Also Verkauf mal wieder. Funktioniert ab und an ganz gut. Ich würde jetzt erstmal noch, es war eine Frage zum neuseeländischen Dollar, glaube ich, ja? Ganz genau, New Zealand Dollar, US-Dollar, war hier eine Frage dazu, ob du da auch kurz was zu sagen könntest. Gerne, okay, schau mal, müsste ich hier irgendjemand drauf haben. Kiwi-Dollar zeigt sich auch seit Januar relativ stark. Es gab hier diesen sogenannten Flash-Crash gleich am ersten Handelstag des neuen Jahres, da hat noch ein bisschen Liquidität gefehlt.
Da gab es in der asiatischen Sitzung einen heftigen Kurseinbruch beim Aussie, beim Yen, Pan und auch beim Kiwi-Dollar vor allen Dingen. Ging es da kräftig zur Sache. Seitdem sind wir hier in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Ist aber noch deutlich hier von dem Bewegungshoch entfernt. Gehen wir mal in die kürzeren Zeitebenen. Im 4-Stunden-Chart sehen wir im Prinzip einen schönen Aufwärtstrend. Die Strukturen sind auch im Prinzip noch bullisch. Man sollte sich jetzt hier auf aktuellem Niveau ist es nicht unbedingt kaufen. Ich würde eher Rücksetzer kaufen. Verkaufen würde ich hier auch nicht. Wir haben hier im Bereich des gestrigen bzw. Tiefs in der Nacht, wo liegt das? Das liegt bei knapp unter 69, also irgendwie bei 68, 96 haben wir eine Horizontalunterstützung. Die sollte er jetzt nicht mehr unterschreiten, idealerweise. Und dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Trend hier Richtung neue Bewegungshochs fortgesetzt wird. Unterhalb dieses Bewegungstiefs sollte er idealerweise jetzt nicht mehr groß kommen. Ansonsten wäre wahrscheinlich auch diese Trendlinie hier unterboten. Und wir müssen uns größere Gedanken über einen Rücksetzer machen im Kiwi-Dollar. Bis dahin tendenziell noch bullisch, was er hier macht. Auch die Reaktion hier von diesem Support-Level ist noch bullisch im Stundenchart. Wir haben hier einen intakten Aufwärtstrend. Ich markiere mir dann immer die Bollinger Bänder entsprechend, damit ich nicht verkaufe im Aufwärtstrend. Also wir sehen hier einen Aufwärtstrend im Kiwi-Dollar. Wird hier auch wieder an interessanten Levels gekauft. Und zwar, was Sie hier sehen, ist der SMA 100, das heißt der 100-Stunden-Durchschnitt. Und Sie können mir erzählen, was Sie wollen. Ich sehe, dass dieser gleitende Durchschnitt vom Markt gespielt wird. Wird hier gekauft, wird hier gekauft, wird hier gekauft, hier gekauft, wird hier gekauft und ist im Prinzip ein hervorragendes Einstiegslevel, wenn man einen Einstieg in den Aufwärtstrend sucht. Das heißt, wenn Sie jetzt davon ausgehen, dass dieses Spiel weitergespielt wird, dann kaufen Sie im Prinzip wieder Rücksetzer, so es sie denn geben sollte, an diesen gleitenden Durchschnitt und sind dann gut positioniert mit attraktivem Chance-Risiko-Verhältnis, weil natürlich, wenn dieser gleitende Durchschnitt dann auch mal von 2 Stunden Schlusskursen unterboten wird, können Sie auch davon ausgehen, dass die ganzen Jungs, die hier gekauft haben, ihre Position klatschen werden und wir eine größere Korrektur sehen. Bis dahin alles noch bullisch im Kiwi-Dollar oberhalb des SMA 100 im Stundenchart. Ich würde dann jetzt weitermachen mit dem S&P. Den haben wir schon mal ganz kurz auf einem Slide gesehen am Anfang. Die Rallye jetzt hier seit dem Dezember-Tief bei 2350. Der Rücksetzer Anfang März wurde im Bereich des Supertrends im Tageschart wieder gekauft. Der wurde auch also deutlich vom EMA 50, der hier eine Unterstützung gespielt hat. Hier eine Unterstützung gespielt, da wurde der wieder gekauft. Allerdings scheint den Bullen jetzt hier auch ein bisschen die Luft auszugehen. Ist an und für sich auch nicht verwunderlich, wenn Sie sich diese monströse Rallye in den vergangenen 3 Monaten vor Augen halten. Wir haben sogar dieses wichtige Level hier wieder rausgenommen in den vergangenen Wochen. Allerdings würde es mich jetzt wirklich nicht überraschen, wenn wir zumindest in eine Seitwärtsbewegung übergehen im Bereich 2800 bis 2850 Punkte. Ich könnte mir jetzt durchaus erstmal vorstellen im S&P, dass wir jetzt hier was Korrektives, Konsolidierung, das machen, bevor es eventuell nochmal einen Schub nach oben gibt. Kaufen auf dem aktuellen Niveau Richtung neue Jahreshochs würde ich nicht machen. Also hier würde ich im Minimum Rücksätze abwarten oder eventuell sogar kurzfristig die Short-Seite spielen, dass wir hier nochmal so eine Art Retest dieser Levels bekommen. Im Bereich 2750, 2760 Punkte könnte ich mir durchaus nochmal vorstellen, dass wir so eine A, B, C-Korrektur machen und danach nochmal gekauft wird im S&P. Wie Ja, gesagt, also,
Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen werde, ich kann dir da nur zustimmen. Dieses Level, das du auch markiert hast, im Bereich von 2830, 2835, das ist jetzt auch auf Basis der volumenbasierten Analyse sehr relevant. Das ist genau das Value Area Hoch vom letzten Jahr. Also wir haben jetzt im Zuge dieser Aufwärtsbewegung die komplette Value Area des letzten Jahres durchlaufen und testen jetzt, heute haben wir genau das heutige Hoch, ist fast genau dieses Value Area Hoch vom letzten Jahr. 2835 wurde heute erneut getestet, wieder abverkauft, jetzt nach dem US Open. Und ich sehe es ganz genauso, dass wir jetzt eher eine Seitwärts- oder eine Konsolidierungsphase einläuten. Der VWAP dieses Jahres wurde noch nicht ein einziges Mal getestet. Der zieht jetzt immer weiter nach oben, liegt aktuell bei etwas oberhalb von 2700 Punkten, zieht natürlich mit jedem Tag weiter nach oben. Und da gehe ich auch davon aus, dass wir den natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt in diesem Jahr auch testen. Wann das sein wird, kann man noch nicht genau sagen, aber so ein Rücksetzer bis in den Bereich von 2750 Punkten sehe ich auch als durchaus nicht unwahrscheinlich an. So im Prinzip dieses Level hier knapp oberhalb der gleitenden Durchschnitte, genau. Ja. Ist auch nichts Dramatisches, wenn man überlegt, man ist 500 Punkte gestiegen hier ohne größere Korrekturen. Es gab hin und wieder mal kleine technische Korrekturen, aber so richtig einen Rücksetzer gab es lediglich nur einmal. Wenn man sich die 500 Punkte Rallye vor Augen führt, haben sich die Bullen eigentlich auch mal eine Verschnaufpause verdient. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da jetzt erstmal ein paar Gewinne vom Tisch genommen wurden, beziehungsweise werden. Wer ein bisschen schwächelt, ist unser Freund der DAX. Der ist im Prinzip deutlich schwächer. Sie sehen das einfach, wenn sich die Charts mal, Sie können den Guidance auch alle Charts direkt übereinander legen, aber einfach der Blick auf den Tageschart hier im DAX und im S&P zeigt ja schon mal, dass der S&P deutlich über den gleitenden Durchschnitten notiert und der DAX hat im Prinzip hier große Schwierigkeiten, über den EMA 200 rüberzukommen. Hat jetzt auch im Supertrend-Indikator ein Verkaufssignal generiert am vergangenen Freitag. Das heißt, dieser Indikator hat jetzt quasi auf Short gedreht. Muss jetzt an und für sich noch nichts heißen. Aber was wir festhalten können für den DAX, ist dann doch im Vergleich zu den US-Indizes eine relative Underperformance, die ich auch schon kurz versucht hatte zu erklären, warum die Konjunkturdaten aus der Eurozone und hier auch aus Deutschland waren halt dann doch deutlich schwächer als in Übersee in den vergangenen Wochen. Wie gesagt, DAX jetzt hier im kurzfristigen Zeitfenster, das ist der Nasdaq in 100, DAX im 4-Stunden-Chart, schauen wir uns nochmal an, ist jetzt hier deutlich zurückgekommen unter die 7000, für mich ist die 7400, also war halt so ein wichtiges Level, hat er angetestet, aber ist jetzt hier auch wieder zurückgekommen. Das heißt, da muss er im Prinzip erstmal wieder drüber, dass man sich über die 7,6 nochmal unterhalten könnte. Ich sehe jetzt hier bei mir rechts keine Levels, weil dieses Panel ist. Ja. Also da muss er eigentlich drüber. Ich hatte das heute auch schon mal so skizziert. Also da muss er zumindest drüber. Und ansonsten würde ich aber auch hier tendenziell eher den Pfeil nach unten malen, ganz ehrlich, im DAX. Also Erholung tendenziell eher verkaufen, ist jetzt für mich, wie gesagt, relative Schwäche haben wir da. Wenn Sie unbedingt Aktienindizes kaufen wollen, machen Sie das in Übersee. DAX ist relativ schwach. Bevor wir es vergessen, mache ich nochmal ganz kurz den Ölpreis und dann gab es auch einige Fragen, glaube ich, zum Gold und Silber, glaube ich. Ne? Ganz genau, Gold wurde hier schon mehrfach nachgefragt. Okay, machen wir Gold. Das sind die Crosses. Ja. Hier haben wir den Goldpreis. Wenn man sich im Prinzip das ganze Inflationsszenario mal vor Augen führt, müsste man eigentlich denken, ja, Inflation zieht krass an, Gold steigt, tut es auch, aber halt nicht in dem Maße, wie es viele erwartet haben. Wir sehen hier im Goldpreis eine Erholungsrallye seit dem Sommer. Im August gab es hier einen heftigen Einbruch bis auf 1160 Dollar je Feinunze. Seitdem haben wir hier einen
Aufwärtstrend, der aber einen herben Rücksetzer im Ende Februar bekommen hat. Ja. Dieses Level wurde zurückerobert. Ich würde jetzt mir beim Goldpreis eigentlich nochmal wünschen, dass wir jetzt so eine Art, wir haben hier eine erste Korrekturwelle bekommen, so eine Art ABC-Korrektur jetzt machen. Das heißt, irgendwann würde ich eigentlich jetzt hier wieder im Goldpreis nochmal einen Rücksetzer Richtung 1270 erwarten und das als Rallye-Basis idealerweise für eine Rallye Richtung 1400 in der zweiten Jahreshälfte. Das wäre im Prinzip so mein Wunsch-Szenario. Das ist das, was ich so im Hinterkopf habe immer. Würde mich jetzt direkt überraschen, wenn wir jetzt hier nach diesem dann doch deutlichen Rücksetzer von 1350 annähernd waren wir hier Ende Februar bis auf 1284, werden wir einfach zur Tagesordnung wieder übergehen und direkt neue Hochs markieren, bin ich eher ein bisschen skeptisch. Ich erwarte hier eigentlich tendenziell eher nochmal einen Rücksetzer unter die 1300er Marke im Goldpreis. Ich habe mir auch einen Kursalarm lustigerweise hier gesetzt. Da könnte man mittelfristig nochmal einsteigen auf der Long-Seite. Wie gesagt, aktuell sehe ich hier unter Chance-Risiko-Aspekten nicht unbedingt ein gutes Level für einen Long-Einstieg. Short würde ich das Gold momentan auch nicht anfassen. Wie gesagt, dafür sprechen die fundamentalen Faktoren und Gold als sicherer Hafen im aktuellen Umfeld eher für die Long-Seite. Aber wie gesagt, technisch, das überzeugt mich noch nicht, was der hier nach oben gemacht hat. Ich erwarte hier eher nochmal einen Abtaucher von 20, 30, 40 Dollar. Der vielleicht nochmal einige, die hier schon wieder auf neue Hoch spekulieren, auf falschen Fuß erwischt. Und dort würde ich dann gerne nochmal tendenziell auf der Long-Seite rein. Bis dahin eher die Seitenlinie attraktiv beim Gold. Wo wir bei den Rohstoffen sind, schauen wir uns mal den Rohölpreis an. Der hat tatsächlich, wir waren hier Ende Dezember, im Prinzip korrelierend mit den Aktienmärkten, waren wir hier ordentlich abgetaucht bis unter 43 Dollar. Schauen wir mal gerne WTI an, also West Texas Intermediate, das amerikanische Rohöl. Und das hat seit Jahresbeginn hier ordentliche 30% zulegen können, ne? Ähnlich wie der Aktienmarkt. Das heißt, ist jetzt hier ein bisschen überkauft langsam, wenn sich den RSI anschauen. Also da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Wenn wir jetzt hier nochmal tatsächlich über der 60-Dollar-Marke etablieren können, könnte ich mir nochmal eine Rallye bis 66 vorstellen im Rohöl dort. Spätestens dann sollte erstmal der Deckel drauf sein. Ich meine, die Bäume sollten jetzt hier nicht mehr in den Himmel wachsen. Also ich erwarte jetzt hier nicht, dass wir jetzt einen globalen Wirtschaftsaufschwung bekommen aktuell, der jetzt hier irgendwie super Ölnachfrage nach sich zieht. Dementsprechend muss man hier dann tendenziell auch irgendwann mal wieder mit Korrekturen rechnen im WTI, im kurzfristigen Zeitfenster, was jetzt der 4-Stunden-Chart ist, sehen wir, dass diese Levels hier im Bereich um 58 Dollar momentan als Horizontalunterstützung fungieren. Das heißt, wenn Sie eine bestätigte kurzfristige Trendwende abwarten möchten, um auf einen fallenden Rohölpreis zu spekulieren, sollten Sie Kurse unter 58 Dollar abwarten, weil wie gesagt, momentan ist der Trend noch klar aufwärts. Wir kratzen an einem neuen Jahreshoch heute. Das ist alles noch intakt, was er da nach oben macht. Ja, wir haben ja intakten Trend nach wie vor. Und im Zweifel, wie Sie sicher wissen, der Trend is your friend, muss man von der Trendfortsetzung ausgehen, in dem Falle gen Norden. Aber wie gesagt, Rohöl hat hier im Bereich des Vorwochenhochs ein bisschen Schwierigkeiten heute. Das heißt, man sollte erstmal abwarten, für welche Richtung sich der Markt entscheidet. Haben wir noch Fragen, Roland? Irgendwelche Werte? Ja, Dollar-Yen wird hier noch von einigen Webinar-Teilnehmern nachgefragt. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen. Gerne. Dollar-Yen. Wir haben hier ein paar Gaps heute in den Daten drin. Da müssen wir mal die Kursquelle ändern. Das können Sie in Guidance hier auf der rechten Seite machen. Da können Sie hier zum Beispiel FXM rausnehmen. Da haben wir, scheint generell hier ein Problem zu sein. Aber es spielt auch erstmal keine Rolle. Wir haben ja auch seit diesem Flash-Crash vom 2. Januar, was, ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, eine ziemlich brutale Bewegung war, gleich wenig Liquidität erstmal
500, 600 Pips im Dollar-Yen. Das ist das zweitmeist gehandelte Währungspaar der Welt. Also Wahnsinn, was da passiert ist. Gab es hier einen richtigen Flash-Crash und der wurde dann natürlich wieder gekauft. Aktuell auch hier intakter Aufwärtstrend. Dollar-Yen ist immer so ein bisschen, läuft immer so ein bisschen mit dem S&P. Das heißt, im vierten Quartal gab es einen Rücksetzer beim S&P. Dementsprechend wurde der sichere Hafen des japanischen Yen angesteuert. Seit Januar sehen wir auch hier eine Trendumkehr. Das heißt, der Dollar wird gekauft, der japanische Yen wird verkauft. Was natürlich bei Wunschanalysen, ich habe jetzt nicht gefragt, immer ganz sinnvoll ist, wenn der Zeitrahmen mit angegeben wird. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, soll ich Dollar-Yen mir auf Wochenchart, 5-Minuten-Chart oder Stundenchart anschauen? Ich mache es sonst einfach jetzt mal im Tageschart und im 4-Stunden-Chart. Was ich mir auch gerne anschaue, sind Charts ohne jedwede Indikatoren, wo man einfach das Kursverhalten sieht, also die Preis-Action, um Genau, also Sachen. jetzt gerade kommt eine Antwort zu der Frage. Ja. Der Teilnehmer fragt nach dem Wochenchart, also nach einer sehr hohen Zeiteinheit. Okay, machen wir das. Im Wochenchart Dollar-Yen sehen Sie hier, dass wir im Prinzip seit 2017 uns in der Seitwärtsphase befinden im Wochenchart. Ja. Wir sehen hier diesen Flash-Crash, aber im Prinzip haben wir ja auf der Oberseite, war hier regelmäßig im Bereich 114 Schluss. Und auf der Unterseite, da wurde auch Anfang Januar gekauft, ist der Bereich 105 die Unterstützung. Momentan befinden wir uns hier im Niemandsland genau in der Mitte im Wochenchart zwischen diesen beiden Levels 114 auf der Ober 105 auf der Unterseite. Das heißt im Wochenchart ehrlich gesagt für mich ein völlig unspannender Chart. Ja, also klar, seit Januar geht es hier gen Norden, aber ansonsten im Wochenchart wüsste ich jetzt nicht, was ich jetzt hier, ob ich da jetzt irgendwas handeln wollen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Wie gesagt, langfristig eher wären hier ein Kaufsignal, wenn er über die 114 geht. Ob das dieses Jahr passiert, wage ich mal zu bezweifeln. Auf der Unterseite glaube ich auch nicht, dass wir die 105 dieses Jahr nochmal sehen werden, es sei denn, irgendwas Unvorhergesehenes passiert dieses Jahr. Ansonsten ist natürlich im Wochenchart kurzfristiger Aufwärtstrend. Langfristig haben wir aber eine Seitwärtsrange. Ja, das zum Dollar-Yen. Haben wir noch andere Fragen? Ansonsten sind wir auch gleich durch. Ja, sind gleich durch. Vielleicht, wenn du noch kurz Zeit hast, den Nasdaq 100 zu beleuchten. Ich denke, ist Gerne. natürlich dem Mini-S&P auch, gibt es natürlich auch starke Korrelationen, aber vielleicht können wir mal kurz draufschauen auf den Nasdaq. Das können wir gerne machen, den Nasdaq 100, auch sehr beliebt immer. Wir haben jetzt hier auch, Februar hat der Supertrend gehalten. Wie gesagt, wenn Sie jetzt nicht wissen, ob der Trend hoch oder runter ist, nutzen Sie den Supertrend-Indikator in der Standardeinstellung. Zeigt eigentlich ganz gut, welche Richtung es geht. Hier gab es einen Trendwechsel. Das heißt, wir hatten hier Anfang März mal einen Ausbruch über den EMA 200 probiert, hat nicht geklappt. Jetzt könnte es hier auch so eine Art Bullenfalle gewesen sein, weil wir dann doch einen relativ deutlichen, na, das ist doch der DAX, Entschuldigung. Wir wollten den Nasdaq 100 besprechen. Natürlich deutlich stärker als der DAX. Hier ist der Supertrend noch intakt, ja, also intakter Aufwärtstrend im Tageschart würde ich mir dann eher auf den kurzfristigen Zeitebenen anschauen. Was haben wir hier? Wir haben hier dann doch insgesamt fast 300 Punkte abgegeben, nicht ganz in der zweiten Wochenhälfte nach dem FED-Entscheid. Was es für mich jetzt hier nach oben macht, ist im Prinzip eine technische Korrektur dieses Abwärtsschubes. Wir haben hier ganz klar die vorherigen Support-Levels hier bei 7.330 rausgenommen. Das heißt, für mich ist das hier ein kurzfristiger Abwärtsimpuls, der hier korrigiert wird. Und ich erwarte eigentlich auf die kommenden Tage, dass wir auch nochmal Richtung 7.200, 7.150 Punkte abtauchen. Das geht damit einher, was ich auch schon zum S&P gesagt hatte, dass wir im Prinzip tendenziell, dass ich jetzt hier nicht die neuen Hochs erwarte, sondern im Minimum nochmal eine technische Korrektur Richtung 7.200 bekommen. Und dort sollte sich dann im Prinzip entscheiden, ob wir eine größere Korrektur bekommen, die sogar wieder unter 7.000 führt,
oder ob wir jetzt hier im April vielleicht nochmal eine Rallye Richtung 7500 Punkte bekommen. Wenn dem so wäre, dürfte dann spätestens hier oben, das dürfte dann irgendwann so Ende April sein, dürfte dann einigen wieder einfallen, sell in May and go away. Und dann wäre dann im Prinzip dann nochmal ein guter Zeitpunkt, um sich eventuell über den Sommer wieder mit der Short-Seite zu beschäftigen. Aber es ist alles Zukunftsmusik. Wie gesagt, momentan sind so viele offene Variablen, ob das jetzt Brexit ist oder Handelskonflikt China, USA. Wie gesagt, da erwarten wir mal für eine Lösung. Das würde im Prinzip mit dieser Kaufwelle eventuell nochmal einhergehen, falls es da eine Lösung gibt, dass wir nochmal ein bisschen Euphorie in den Markt bekommen und dann sell in May in Gove, dass wir jetzt hier nochmal über den Sommer eine größere Korrektur bekommen. Spannende Wochen, viele offene Baustellen aktuell, aber ich finde es spannend. Mich interessiert besonders der Euro-Dollar, was der macht. Wie gesagt, ohne Brexit Auflösung wird es da weiter seitwärts gehen, bis das Thema aufgelöst wird. Aber spannend. Schauen Sie bei mir auf dem Desktop vorbei. Und ich würde als Abschlussfazit würde ich jetzt nochmal an Roland übergeben. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Falls Fragen jetzt direkt an mich sind, würde ich auf meinem Guidance Desktop nochmal eine Frage Post aufmachen, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Und ich würde die dann bis spätestens morgen Mittag beantworten in Guidance. Das war es erstmal von mir. Es sei denn, es ist jetzt noch was offen. Ansonsten würde ich an Roland abgeben. Ja, vielen Dank, Henry. Mir hat es auch Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank für deine interessanten und aufschlussreichen Analysen. Ich denke, ja, es war eine klasse Sache. Können wir gerne wieder zu gegebenen Zeitpunkt wiederholen. Wenn Sie Fragen zu uns haben, zu WH Self Invest, zu unserem Angebot, also insbesondere zu unserem CFD-Forex-Konto, das auch über Guidance handelbar ist, melden Sie sich einfach per E-Mail, per Telefon oder per Chat. Wenn Sie sich mehr auch für das volumenbasierte Trading interessieren, können Sie auch auf meinem Guidance-Kanal vorbeischauen. Da versuche ich, wenn es die Zeit zulässt, auch immer mal wieder Analysen zu posten. Ansonsten, ja, vielen Dank nochmal an dich, Henry. Vielen Dank für Ihr Interesse. Und ich denke, dann wünsche ich uns und Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.